Vor über 113 Jahren, im Jahre 1897, gründete Johann Fischer ein Inselspeditionsunternehmen der besonderen Art mit Firmensitz auf der Nordseeinsel Norderney. '76 wurde das Unternehmen an einen strategisch wichtigen Standort der Insel, den Hafen, verlegt, neu aufgestellt und modernisiert. Seither hat sich unser bereits in der vierten Generation inhabergeführtes Familienunternehmen stetig weiterentwickelt. Während wir die Waren damals von den Fähren der AG Reederei Nordenfriesia lediglich entgegennahmen und mit Pferdefuhrwerken auslieferten, bringen wir heute alle Waren vom Festland auf die Fähre und mit unseren 40 Tonnen Sattelzügen an den Kunden. Wir sind die Spezialisten für Norderneyer Inseltransporte, die Spedition Johann Fischer. Unser Fuhrpark umfasst heute 33 Fahrzeuge. Davon sind 18 mit Anhängern bestückt. Aufgrund der besonderen Bedürfnisse der Insel gibt es eigentlich nichts, was wir nicht transportieren. Vom Lebensmitteltransport für namhafte Discounter über das Reisegepäck der Inselgäste bis zur Fertigbetondecke für ein neues Bauprojekt. Unsere Flexibilität kennt keine Grenzen. Aufgrund beschränkter Verkehrsmöglichkeiten auf der Insel Norderney setzen wir Spezialfahrzeuge ein, die in der Lage sind, die Waren direkt zum Kunden zu liefern. Bei unseren inzwischen 26 besonders gut und speziell ausgebildeten Mitarbeitern legen wir besonderen Wert auf Zuverlässigkeit und Flexibilität. Als Partner von KEP-Diensten wie Hermes, GLS, UPS und DHL realisieren wir den Transport zur Insel, kümmern uns um die Zwischenlagerung und die Anlieferung der Bestellung just in time. Täglich liefern wir mindestens 6-mal vom Festland zur Insel und wieder zurück. An Spitzentagen mit bis zu 18 Lastkraftwagen oder Sattelzügen. Auch der Güterfernverkehr innerhalb Deutschlands und im Bereich der Benelux-Staaten gehört zu unserem Geschäftsfeld. Das Transportgeschäft an Land überlassen wir unserem Partnerunternehmen, der Spedition Peter Jansen aus Norden. Aus Tradition auch in der Zukunft. Ein familiengeführtes Speditionsunternehmen. Ihre Johann Fischer KG.